Mit derartigen Wechselwirkungen beschäftigt sich zum Beispiel die Psychophysik. Ist es möglich, dass seelische Zustände, seelische Empfindungen und Wahrnehmungen eine Auswirkung auf die Physik meines Körpers hat? Umgekehrt ist das ja definitiv der Fall. Man muss nur ein bisschen Alkohol trinken und schon merkt man, dass der Körper auf jeden Fall die Seele beeinflussen kann. Aber es könnte doch durchaus auch sein, dass meine Seele gewisse Gedanken, die ich für wahr halte und die ich bejahe, dann auch eine Rückwirkung auf meinen Körper haben. Herzlich willkommen zu Glauben, Denken. Heute zum zweiten Teil von Kann ein Naturwissenschaftler an Wunder glauben? Wir haben schon gesehen, dass der Begriff des Wunders sehr eng zusammengeht mit weltanschaulichen Vorannahmen, insbesondere von denen, die die Existenz von Wundern bezweifeln. Und haben gesehen, dass Naturgesetze letztendlich die Existenz von Wundern nicht ausschließen, sondern ausgeschlossen sind Wunder nur dann, wenn das Universum ein kausal geschlossenes System ist. Und wir haben gesehen, dass es durchaus gute Argumente dafür gibt, dass das Universum kein kausal abgeschlossenes System ist, sondern dass es durchaus auch etwas jenseits des Universums geben kann, was auf unser Universum vielleicht einwirken kann. Und so kommen wir heute jetzt zu dem Punkt, angenommen, wir haben einen Bericht und der erzählt uns von einem Wunder. So wie ich letztes Mal von diesem Pfarrer erzählt habe, der einen Hirntumor hatte, der dann 3 Wochen später von allein wieder verschwunden war, bevor er operiert werden konnte. Wie können wir jetzt mit Wundern, die uns zum Beispiel auch in der Bibel berichtet werden, umgehen? Wie können wir Wunder letztendlich erklären? Zum einen gibt es die Möglichkeit, Wunder als ein Geschehen im Rahmen bekannter Gesetze aufzufassen. Also wenn wir zum Beispiel im 2. Buch Mose, Kapitel 14, Vers 21 lesen, und Mose streckte seine Hand aus über das Meer und der Herr trieb das Meer durch einen starken Ostwind zurück, dann scheint es so, als ob Gott zwar der Handelnde ist, aber wenn da jetzt ein Naturwissenschaftler mit seinem Experimentierapparat daneben stehen würde, könnte der ganz klar die Windstärke angeben und stellt fest, dass auf einmal ein starker Ostwind kommt, wie es der Text hier beschreibt. Und dieser Ostwind ist so stark, dass er das Meer an der einen Stelle zurücktreibt. Also so eine Art Sturmflut oder so. Das heißt, etwas, was durch Gesetzmäßigkeiten der Natur erklärbar ist. Wenn sich natürlich auch die Frage stellt, warum passiert das ausgerechnet zu diesem Moment und an dieser Stelle? Ausgerechnet da, wo die Israeliten die Hilfe brauchen und sie können durchs Rote Meer durchmarschieren, während die ägyptischen Truppen mit dem Pharao, die hinterher reiten, dann untergehen und der Ostwind offenbar wieder abflaut, sodass das Meer wieder zurückkommt. Also von daher eher die Frage, was für ein Glück gehabt zum richtigen Zeitpunkt. Oder steckt eben jemand dahinter, der es zum richtigen Zeitpunkt geschickt hat. Wichtig dabei ist, dass die Bibel und auch Gott, der in der Bibel vorgestellt wird, keineswegs irgendwie gegen Naturgesetze sind. Im Gegenteil, Gott garantiert schon im 1. Buch Mose im Kapitel 8 nach der Sintflut, dass es in der Natur Regelhaftigkeiten geben soll, die nicht aufhören sollen, damit wir Menschen auch mit der Natur angemessen umgehen können. Also solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Und wenn man das in die Physik übersetzt, dann bedeutet das Drehimpulserhaltung, Energieerhaltung und so weiter. Denn die Erde muss ja rotieren, damit Tag und Nacht stattfinden kann. Also von daher, Gott ist durchaus ein Freund von Gesetzmäßigkeiten und das war ja auch einer der Inspirationspunkte für einige Pioniere der Wissenschaftsgeschichte, um überhaupt mit der Wissenschaft anzufangen. So wie Johannes Kepler oder Galileo Galilei, die gesagt haben, wir denken Gottes Gedanken nach und das ist Wissenschaft. Also Gott ist ein Freund von Gesetzmäßigkeiten, aber da er sie selbst etabliert und geschaffen hat, ist er an diese Gesetzmäßigkeiten natürlich nicht gebunden. Er kann auch darüber hinaus wirken oder er kann sich genau diese Gesetzmäßigkeiten zunutze machen und zum Beispiel einen Schmetterling zur richtigen Zeit in Saudi-Arabien, der einen Flügelschlag tun machen, der dann den Ostwind zum Beispiel auslöst. Wie auch immer, wir wissen es nicht. Man müsste zurückreisen können in der Zeit und das können wir noch nicht. Also, Wunder könnten innerhalb bestehender Gesetzmäßigkeiten erklärt werden. Aber Wunder könnten vielleicht auch als Geschehen bisher unbekannter Gesetze aufgefasst werden.
Also zum Beispiel bei diesem Hirntumor. Der menschliche Körper ist ja so ein komplexes Zusammenspiel von unheimlich vielen Organen und chemischen Botenwegen, dass es sein könnte natürlich, dass es ein Gesetz gibt, dass der Gemütszustand dieses Pfarrers vielleicht auf seinen Körper zurückgewirkt hat und sein Körper, sein Immunsystem daraufhin den Hirntumor abgebaut hat und angegriffen hat und beseitigt hat. Mit derartigen Wechselwirkungen beschäftigt sich zum Beispiel die Psychophysik, die natürlich ein Grenzbereich ist, aber sie versucht eben genau zu untersuchen, ist es möglich, dass seelische Zustände, seelische Empfindungen und Wahrnehmungen eine Auswirkung auf die Physik meines Körpers hat. Umgekehrt ist das ja definitiv der Fall. Man muss nur ein bisschen Alkohol trinken und schon merkt man, dass der Körper auf jeden Fall die Seele beeinflussen kann. Aber es könnte doch durchaus auch sein, dass meine Seele gewisse Gedanken, die ich für wahr halte und die ich bejahe, dann auch eine Rückwirkung auf meinen Körper haben zum Beispiel. Oder dass das Ganze noch viel weiter geht. Oder, und das ist auch schon eine relativ alte Idee, vielleicht gibt es auch noch ganz andere Dimensionen. Also man kann sich das räumlich veranschaulichen, mit dieser Novelle Flatland zum Beispiel. Ja? Das ist eine Welt von 2D-Wesen, die dort als Quadrate und Kreise und so weiter existieren. Und die erleben dann plötzlich ein Wesen, das Eigenschaften aufweist, die überhaupt nicht in ihrer Welt bekannt sind oder vorkommen. Es handelt sich nämlich um eine dreidimensionale Kugel, die verschwinden kann und wieder auftauchen kann, die ihre Größe verändern kann und dadurch in der zweidimensionalen Wirklichkeit scheinbar den Energieerhaltungssatz verletzt, weil sie plötzlich auftaucht. Eine solche Analogie könnte uns vielleicht auch helfen im Zusammenspiel, wie man sich die Trinität zum Beispiel vorstellt. Das ist ja eines der großen Mysterien der christlichen Theologie. Wie kann ein Gott drei Personen umfassen? Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und da gibt es dieses George Hartle-Analogon, so eine Art Schraubenzieherspitze. Und diese Schraubenzieherspitze kann nun aus drei Perspektiven beleuchtet werden. Wenn man sie von unten beleuchtet, dann sieht man nur einen Kreis auf der anderen Seite als Schatten. Das macht natürlich irgendwo Sinn. Aber könnte diese Schraubenzieherspitze vielleicht auch ganz anderen Schatten werfen? Ja, denn wenn man von der Seite diese Schraubenzieherspitze beleuchtet, dann sieht man auf einmal ein Dreieck, nämlich da, wo die Spitze ist und wo unten diese Spitze dann gerade abgeschnitten ist, sieht man ein Dreieck. Und wenn man nun diese Schraubenzieherspitze von der anderen Seite um 90 Grad gedreht beleuchtet, dann sieht man tatsächlich ein Viereck, vielleicht sogar ein Quadrat oder ein Rechteck, nämlich da, wo die Schraubenzieherspitze oben diese langgezogene Kante hat und unten eben wiederum nur die abgeschnittene Grundrissfläche den Schatten wirft. Also sprich, ein dreidimensionales Objekt kann einen kreisförmigen, einen dreieckigen oder einen quadratischen Schatten werfen. Wenn man das versucht, den zweidimensionalen Wesen zu erklären, dann hätte man vermutlich keine Chance, das denen irgendwie verständlich zu machen. Denn eine dritte Dimension sich vorzustellen, ist enorm schwierig. Vielleicht ist es bei Gott auch so, dass er einfach ein paar Dimensionen mehr hat. Vielleicht gar keine räumlichen Dimensionen, sondern vielleicht gibt es tatsächlich auch noch sowas wie geistige Dimensionen, von denen wir hier eben nur ein oder zwei Dimensionen wahrnehmen. Wir wissen es nicht. Jedenfalls ist deutlich, Wunder könnten vielleicht auch als Geschehen von bisher unbekannten Gesetzen zu erklären sein. Aber drittens gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass ein Wunder ein übernatürlicher Eingriff von außen ist. C.S. Lewis hat es in seinem Buch Wunder einmal so formuliert. Wenn es einen aktiv handelnden Gott gibt, gibt es keine Sicherheit gegen Wunder. Wobei der Satz eigentlich länger ist, also dieses aktiv handelnden Gott, das ist im Grunde die Prämisse, von der er da ausgeht. Also, wenn es einen solchen aktiv handelnden Gott gibt, dann kann der natürlich auch Wunder tun. Dann sind wir nie gefeit davor. Gott könnte jederzeit in die Welt eingreifen. Aber wie wir schon gehört haben, ist der biblische Gott ein Gott, der auch Ordnung liebt und der uns auch moralische Verantwortung geben möchte. Und das ist die Voraussetzung dafür, sind regelhafte Vorgänge. Wenn ich mit einem Pistolenschuss niemals weiß, wie die Pistolenkugel wirklich fliegt, dann kann ich nie wissen, ob ich mit einem Pistolenschuss jetzt einen Mord begehe oder einfach nur ein schönes Feuerwerk am Himmel entzünde oder entfache. Das heißt, die Konstanz der Naturgesetze ist Voraussetzung dafür, dass ich verantwortlich für die Konsequenzen meines Handels sein kann.
Und das ist ein ganz wichtiges biblisches Prinzip. Gott kann also jederzeit in die Welt eingreifen, aber er enthält sich oft eines besonderen Eingriffs zumindest. Wie kann nun Gott in diese Welt eingreifen? Stellen wir uns einmal vor, ich habe hier einen Stein und ich möchte diesen Stein fallen lassen. Ich berechne mit Hilfe der einfachen Newtonschen Bewegungsgleichungen, wie lange es dauert, bis der Stein hier unten am Boden auftrifft. Und dann lasse ich den Stein los und bevor er den Boden erreicht, der Stein, ziehe ich ihn mit meiner anderen Hand weg und fange ihn auf. Denn ich habe gemerkt, ich will nicht, dass der Stein kaputt geht. Ich will lieber, dass er erhalten bleibt. Was habe ich jetzt gemacht? Die Vorhersage des Naturgesetzes war offenbar falsch, denn der Stein ist nie am Boden aufgetroffen, obwohl ich das vorher vorausberechnet habe, wie lange das dauert. Interessant. Das Gravitationsgesetz habe ich definitiv nicht außer Kraft gesetzt, denn der Stein wird immer noch nach unten gezogen vom Gravitationsgesetz. Aber was ich gemacht habe, ist, ich habe eine neue Kraft eingeführt, indem ich als Handelnder mit meiner Hand den Stein aufgefangen habe. Und diese Kraft war natürlich in der vorherigen Gleichung nicht drin, die unter der Annahme gerechnet hat, dass keine weitere Kraft wirkt. Das heißt, wenn Gott ein Wunder tun will, zum Beispiel, dass Jesus auf dem Wasser laufen kann, dann muss er dafür die bestehenden Naturgesetze gar nicht außer Kraft setzen. Es reicht völlig, wenn er eine neue Kraft einführt im Rahmen der natürlichen Gegebenheiten, er als Handelnder und damit eben den Druck, den die Gravitationskraft auf den Körper von Jesus ausübt, ausgleicht, sodass er auf der Wasseroberfläche stehen kann. Diese Kraft an sich ist natürlich dann eine zusätzliche Kraft, die nicht im Wasser selbst automatisch vorhanden wäre. Und genauso könnte es dann auch möglich sein, dass zum Beispiel bei der Brotvermehrung einfach Gott neue Brote in die Natur eingefügt hat. Wie auch immer er das genau gemacht hat. Ich würde es zu gerne wissen, gerade auch als Physiker. Aber generell können wir das nicht ausschließen, wenn es so einen aktiv handelnden Gott gibt. Und diese Brote sind dann auch ganz normale natürliche Brote. Das einzige Unnatürliche ist, dass sie plötzlich da sind und dann aber als Brote ganz normal verspeist werden können. Das heißt, da wo Gott eingreift, passt sich dann das, was Gott neu gemacht hat, sofort an die gegebenen Umstände, an die regelhaften Abläufe der Natur an. Es wird sofort von der Natur aufgenommen. Und wenn es einen solchen Gott gibt, der die ganze Welt, das Universum erschaffen hat und auch das Leben erschaffen hat, dann kann der sicherlich doch auch tote Körper wieder mit Leben füllen, wieder lebendig machen. Prinzipiell kann man das nicht ausschließen. Entscheidend sind dabei aber die Denkvoraussetzungen. Erstens dürfen wir die Existenz Gottes nicht a priori ausschließen. Wenn wir das machen, obwohl wir dafür keine hinreichenden Gründe haben, dann kann es natürlich keine Wunder geben. Denn wenn es nichts außerhalb des Universums gibt, das eingreifen kann, dann gibt es auch keine übernatürlichen Wunder. Das heißt, die Frage muss sein, haben vielleicht Wunder tatsächlich stattgefunden? Die Frage kann nicht sein, es gibt keinen Gott, also muss ich das Wunder irgendwie natürlich erklären, sondern die Frage muss sein, gibt es tatsächlich Ereignisse, die nicht mit den natürlichen Regelhaftigkeiten erklärt werden können? Denn das wäre dann wiederum ein starker Hinweis darauf, dass es tatsächlich einen übernatürlich eingreifenden Agenten zumindest hat, einen Handelnden hat. Ich würde eben dann sagen, zum Beispiel den Gott der Bibel. Wunder an sich sind aber immer singuläre, nicht wiederholbare Ereignisse der Vergangenheit. Ich kann sie nicht ins Labor stecken. Also Beispiel die Auferstehung Jesu Christi. Ich kann den Körper Jesu Christi nicht nehmen, zumal er nicht mehr da ist und man ihn nicht finden kann, im Unterschied zu allen anderen Religionsgründern, die irgendwo begraben liegen und wo man oft sogar weiß, wo der Leichnam liegt. Ich kann den nicht nehmen und ins Labor stecken. Und wenn ich einen anderen Leichnam nehme, ist das eben wiederum nicht das, was ich eigentlich untersuchen will. Wir können uns dieser Frage also nur nähern durch historische Indizienprozesse, nicht mit Laborexperimenten. Ein Physiker kommt hier an Grenzen. Ein Physiker kann nur sagen, typischerweise würde unter natürlichen Bedingungen so etwas nicht stattfinden. Aber die Bibel behauptet ja auch gar nicht, dass die Auferstehung Jesu unter natürlichen Bedingungen stattgefunden hat, sondern sie sagt ja gerade, das ist genau das Zeichen, an dem wir erkennen, dass Gott Jesus Christus als seinen Sohn bestätigt hat. Der gerechte Tote kann nicht im Grab bleiben, er wird wieder zum Leben auferweckt. Und wenn wir das historisch anschauen wollen, dann müssen wir natürlich die Frage stellen der Glaubwürdigkeit der Zeugen und der Zeugnisse.
Es ist übrigens so als Nebenbemerkung hochinteressant, dass im ersten Buch Samuel im Kapitel 6 auch von den Philistern so etwas beschrieben wird, die nämlich merken, seitdem sie die Bundeslade von den Israeliten geklaut haben, haben sie dauernd irgendwelche Pestbeulen oder vielleicht auch andere Beulen, aber jedenfalls Ausschlag und Krankheit und Seuche. Was machen sie daraufhin? Sie laden diese Bundeslade auf einen Karren, den sie von zwei frisch entbundenen Kühen setzen, deren Kälber daheim im Philisterlager sozusagen stehen, in den Philisterstädten. Und sie treiben nun diesen Wagen gar nicht an, sondern lassen den einfach stehen und sagen, wenn diese Kühe ihrem natürlichen Instinkt folgen, dann laufen sie zurück zu uns. Und dann wissen wir, dass diese Lade keine übernatürliche Kraft hat. Wenn aber diese Lade wirklich die Wohnung des Gottes Israels ist, dann wird diese Lade die Kühe weiter weg von ihren Kälbern treiben, zurück in ihre Heimat, zurück zum eigenen Volk Israel. Und genauso passiert es. Das heißt, schon im Alten Testament entdecken wir interessante Experimente, die versuchen, wunderhaftes Handeln und außerhalb der Natur stehende Eingriffe zu unterscheiden vom regelhaften, natürlichen Wirken. Sehr spannend. Wenden wir das nun mal an auf das größte Wunder, auf dem die ganze christliche Botschaft letztendlich basiert, nämlich die Auferstehung von Jesus Christus. Ganz wichtig dazu ist der 1. Korintherbrief, Kapitel 15, aus dem ich auszugsweise ein paar Verse lese. Auch wenn man selten dazu wirklich Predigten hört, muss ich sagen, doch eines der wichtigsten, vielleicht das Mount Everest Chapter, das Mount Everest Kapitel im ganzen Neuen Testament oder in der Bibel. Da schreibt nämlich Paulus, der ja selbst gar nicht als Christ geboren worden ist, sondern lange Zeit die Christen sogar verfolgt hat und enorm einflussreich war in der jüdischen Community, mit allen Vollmachten ausgestattet war, um die Christen zu verfolgen, der schreibt da, und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube eine Illusion. Die Schuld, die ihr durch eure Sünden auf euch geladen habt, liegt dann immer noch auf euch. Also sprich, das ganze Evangelium, für das Paulus sein Leben eingesetzt hat, auch seinen Reichtum und seine Macht verloren hat, die er vorher bei den Juden hatte, wäre dann hinfällig, wäre eine große Täuschung. Wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in der jetzigen Welt hinausreicht, dann sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Wenn die Toten nicht auferstehen, können wir es gleich mit denen halten, die sagen, kommt, wir essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Also, Kneipe forever. Das heißt nicht, dass Christen nicht auch in die Kneipe gehen dürfen, natürlich, aber der Lebensinhalt ist eben größer als nur das Genießen dessen, was man so isst und trinkt und so weiter. Denn das Leben geht über den Tod hinaus, wenn Christus auferstanden ist von den Toten. Und genau daran kettet Paulus seine ganze Botschaft und seine ganze Existenz. Und auch Petrus betont in seinem zweiten Brief, dass wir nicht klug erdachten Märchen gefolgt sind, sondern Augenzeugen seiner Herrlichkeit waren. Nun könnte man sagen, naja, die Menschen damals in der Antike, das war ja noch ganz naiv, ja, wie im Film von Monty Python dargestellt. Da läuft einer, verliert seinen Schuh und dann heißt es gleich, oh, die Sandale, ein Zeichen, der Meister will uns ein Zeichen geben. War das tatsächlich so? Also interessanterweise, wenn man das Neue Testament liest, hat man den gegenteiligen Eindruck. Da war ein Petrus, der den Frauen erstmal nicht geglaubt hat, als sie vom leeren Grab sprachen, der selbst hinlaufen musste, um sich's wirklich anzuschauen. Und ein Johannes, dem es übrigens ganz genauso ging. Dann war da Maria Magdalena, die auch den auferstandenen Jesus erstmal für den Gärtner gehalten hat. Und erst als ganz persönliche Worte zwischen ihnen gewechselt worden sind, wirklich zu dem Glauben gekommen ist, das ist der auferstandene Jesus, um es dann gleich den Jüngern zu erzählen. Und am allerbekanntesten natürlich Thomas. Thomas, der dummerweise gerade einmal nicht beim Treffen der Apostel dabei ist, die sich nur noch heimlich treffen im Obergemach eines Hauses und sich einsperren. Und dann erscheint ihnen auf einmal Jesus, völlig unerwartet. Die sind hin und weg und erzählen es Thomas und der hält das Ganze nur für einen schlechten Scherz. Und sagt, das glaube ich euch nicht, nur wenn ich selbst wirklich meine Hand in die Wunden Jesu legen darf. Davon berichten die Evangelien ganz offen, dass alle diese Menschen nicht einfach blind geglaubt haben, sondern durchaus erstmal ihre Zweifel hatten. Die Evangelisten waren zum Teil Akademiker. Lukas zum Beispiel war Arzt, ganz offensichtlich. Arzt war auch damals schon eine sehr herausfordernde akademische Ausbildung. Matthäus war sehr wahrscheinlich Zöllner. Der konnte also rechnen. Der musste Indizien abwägen können, ob hier Betrug vorliegt oder ob alles mit rechten Dingen zugeht. Und schließlich Paulus, der war Schriftgelehrter
und war ja eigentlich ein Gegner und war irgendwann dann so überzeugt, dass er doch zum Nachfolger von Jesus wurde. Also von einem naiven Wunderglaube, der einfach sagt, ich erlebe hier etwas und dann prüfe ich das Ganze nicht nach, kann eigentlich in der Bibel keine Rede sein. Sondern hier wollten die Menschen durchaus auch anfassen und prüfen, ob das Ganze mit der Schrift zusammenpasst. Wie können wir das nun heute noch machen, die wir leider keine oder kaum noch Erscheinungen von Jesus haben? Es gibt auch heute noch Leute, die von Jesus träumen, gerade auch im Nahen Osten, wo es verboten ist, häufig von Jesus weiterzuerzählen und die dann zum Glauben kommen. Aber zumindest in meinem Bekanntenkreis habe ich noch keinen erlebt, der davon berichtet hat, dass Jesus ihm wirklich leibhaftig erschienen wäre. Aber wir haben zumindest die Sprache der Geschichte, die Botschaft der Geschichte. Wir können uns nämlich überlegen, was muss damals der Fall gewesen sein, damit das alles in sich Sinn macht. Und der erste Punkt wäre, dass das Grab leer gewesen sein muss. Wäre das Grab von Jesus Christus nicht leer gewesen, wäre es ein leichtes gewesen für die Römer und für die Juden, die ja beide ein Interesse daran hatten, dieser unruhestiftenden Sekte, die sich da neu gruppierte, ein Ende zu setzen, den Leichnam von Jesus einfach öffentlich zugänglich zu machen und zu zeigen, hier liegt der tote Jesus, er ist nicht auferstanden, ihr könnt aufhören mit eurer Botschaft, die schon am Pfingsten von Petrus so verkündigt worden ist, inklusive der Auferstehung. Das heißt, das Ganze war sehr riskant, wenn der Leichnam noch irgendwo rumlag. Lag aber offenbar nicht und auch Grabräuber haben ihn offenbar nicht weggeräumt, denn die hätten sonst ein Vermögen damit verdienen können, diesen Leichnam den Behörden auszuliefern und zu verkaufen. Oder ihn den Jüngern weiterzugeben, je nachdem, wäre ja beides möglich. Das bedeutet, das Grab war mit ziemlicher Sicherheit leer. Alles andere wäre doch sehr unplausibel. Wenn nun die einzige verbleibende Möglichkeit der Fall wäre, dass sozusagen die Jünger den Leichnam geklaut haben, trotz der römischen Wache, trotz des schweren Steines, trotz der eigenen Angst und so weiter, also auch da gehört schon einiges dazu, schon eine Art kleines Wunder, aber es wäre eben immer noch ein natürlicher Vorgang dann. Wenn die das gemacht hätten, um damit ihre Botschaft glaubwürdig zu verkünden, was würden die dann in den Evangelien machen? Sie würden natürlich sich eine Geschichte ausdenken, die möglichst alle überzeugt und die plausibel klingt. Und was machen sie? Sie erfinden ein Evangelium, in dem die ersten Zeugen des auferstandenen Jesus Frauen sind. Das hier auf dem Bild ist übrigens nicht Maria Magdalena, sondern das ist meine Frau bei einer Urlaubsreise nach Israel, die hochspannend war, einfach mal diese Stätten selbst anfassen zu können und sehen zu können. Also die ersten Zeugen sind offenbar Frauen. Was ist daran das Problem? Heute wäre das kein Problem mehr. Damals war es aber sowohl bei den Römern als auch bei den Juden so, dass Frauen vor Gericht nicht als glaubwürdige Zeugen galten. Ja, bei den Juden war es sogar so, dass selbst ein einzelner männlicher Zeuge nicht als Zeuge ausreichte. Man brauchte immer mindestens zwei männliche Zeugen, um einen Tatbestand auch wirklich glaubhaft zu bezeugen. Das heißt, es war sozusagen das Dümmste, was sich die Evangelisten leisten konnten, nun zu behaupten, wir haben zwar den Leichnam versteckt, wollen euch jetzt erzählen, der ist eigentlich auferstanden und dann sind Frauen die ersten Zeugen am Grab. Also, wenn man schon so schlau ist, den Leichnam zu klauen, dann doch wirklich richtig und das Evangelium dann auch entsprechend erfinden. Drittens werden eine ganze Reihe von Erscheinungen Jesu berichtet. Erscheinungen, die auch schon von Psychologen und Medizinern untersucht worden ist, auch von Nahtodwissenschaftlern, interessanterweise, die gesagt haben, das, was da beschrieben wird, das klingt absolut authentisch mit dem, was man auch an anderen Stellen erleben kann. Allerdings sind es definitiv keine Halluzinationen. Denn dazu war die Erwartungshaltung gar nicht vorhanden, die notwendig ist für Halluzinationen. Also ich erwarte, dass Jesus wirklich von den Toten aufersteht. Das war aber nicht vorhanden bei den Jüngern. Und die Erscheinungen Jesu sind viel zu individuell, zu angepasst auf die Einzelpersonen. Mit Maria Magdalena unterhält er sich ganz anders und erscheint ihr auch auf ganz andere Art und Weise als mit den zwei Emmaus-Jüngern, die gerade auf dem Weg von Jerusalem nach Emmaus sind. Oder den 10 Jüngern und den dabei seienden Frauen erscheint er wieder etwas anders als dann, als Thomas dabei ist und Thomas ihn sogar anfassen darf und seine Hand in seine Seite legen darf. Auch der Bruder, der leibliche Bruder von Jesus, zumindest Halbbruder von Jesus, Jakobus, hat offenbar Jesus gesehen, nachdem er auferstanden ist und ist daraufhin auch zu einer tragenden Säule der Urgemeinde geworden. Und dann wird im Korintherbrief von 500 Personen zugleich berichtet. Und natürlich auch Saulus bzw. Paulus
berichtet davon, dass er selbst Jesus gesehen hat und sich deswegen auch bekehrt hat. Also ganz unterschiedliche Erscheinungen mit unterschiedlichen Anzahlen von Menschen. Eine Massenhalluzination wäre das dann sozusagen, aber immer wieder mit unterschiedlicher Wirkung, mit unterschiedlichem Inhalt. Das lässt sich nicht so einfach durch eine rein psychologische Erscheinung erklären, sondern da muss mehr dahinter stecken. Aber der wichtigste Punkt aus meiner Sicht scheint mir zu sein, dass die Jünger eigentlich verzweifelt sind nach dem Tod ihres Meisters und Messiases. Diese Jünger, was treibt diese Jünger dazu, dann an Pfingsten, ein paar Wochen später, am 50. Tag, hinauszugehen und zu predigen? Hinauszugehen und den Juden zu erzählen, sie haben den Christus gekreuzigt und umgebracht. Und den Römern natürlich auch. Das denen an den Kopf zu werfen und gleichzeitig zu sagen, aber er vergibt euch und er ist auferstanden und hat uns eine ewige Hoffnung verschafft. Was treibt diese Jünger dazu, ihr Leben aufs Spiel zu setzen und hinauszugehen? Die erste Vermutung wäre materieller Vorteil. Die wollten wahrscheinlich Anhänger gewinnen, um reich zu werden. Nun, sie haben tatsächlich Anhänger gewonnen. Die Bibel spricht gleich am Anfang von etwa 3000 Leuten, die in der ersten Phase zum Glauben gekommen sind und sie ihn angeschlossen haben. Interessanterweise aber hatten sie dadurch überhaupt keinen materiellen Vorteil, sondern sie nahmen das Geld und verteilten es an die Armen. Sie warfen es im Grunde in einen schwarzen Abgrund, bei dem das Geld immer wieder nachgeworfen werden muss und nie am Boden ankommt. Sie verwenden das Geld, um akute Nöte zu lindern. Und die müssen sehr groß gewesen sein damals. Die Gemeinde in Jerusalem ist relativ schnell auch arm geworden, wie man aus den Paulusbriefen heraus weiß. Das heißt, es ging nicht um materiellen Reichtum. Ging es vielleicht um politischen Vorteil, den die Jünger daraus ziehen wollten? Sind sie dadurch vielleicht einflussreich geworden? Auch das nicht. Im Gegenteil, sie sind verfolgt worden, sie sind hinausgeworfen worden aus den Synagogen. Sie haben oft ihr Leben aufs Spiel gesetzt. Politischen Vorteil hatten sie nicht. Sie haben auch keinen Aufstand geplant oder irgendwas. Nein, sie haben einfach ein ganz anderes Leben geführt, als es damals eigentlich üblich war. Und warum? Weil sie gesagt haben, Jesus ist auferstanden, meine Schuld ist vergeben, ich bin dankbar und diese Botschaft soll die ganze Welt hören. Da ist etwas ganz Einschneidendes passiert und die klassischen Motivationen für solche Verschwörungstheorien sind alle nicht vorhanden, interessanterweise. Das heißt, historisch gesehen, es ist eine ganz, ganz große Frage, warum ist die Urgemeinde entstanden und so stark gewachsen, dass sie wahrscheinlich innerhalb von 300 Jahren schon 10% des Römischen Reiches umfasste, ohne dabei Macht zu bekommen. Was war da der Auslöser, wenn das alles nur eine Erfindung gewesen sein soll und nie ist einer auch nur wirklich umgekippt und hat gesagt, ey, übrigens, wir haben damals den Leichnam selber geklaut. Obwohl es ja mindestens 11 Personen waren, die in diese Verschwörung verstrickt gewesen sein mussten. Ja, und das Ganze ist auch theologisch noch interessant, denn warum fassen gläubige Juden, die ja Monotheisten sind, auf einmal den Entschluss, einen weiteren Gott anzubeten, der nicht mehr Jahwe, der Vater ist, sondern auch der Sohn noch ist. Also eine zweite Person anzubeten. Zwar immer noch einen Gott anzubeten, aber in zwei oder drei Personen mit dem Heiligen Geist. Was führt jüdische Monotheisten zu dieser gefährlichen Freveltat, wenn sie nicht hundertprozentig davon überzeugt sind, dass da wirklich in Jesus Christus sich genau der gleiche, derselbe Gott offenbart hat, den sie vorher als Juden auch schon angebetet haben. Also für den Historiker große Fragen, die einer Erklärung bedürfen und die bis heute eine große Auswirkung auf unsere Gesellschaft haben. Wenn wir nun die Auferstehung aus Sicht von David Hume anschauen, dann sagt er, kein Zeugnis reicht aus, ein Wunder festzustellen. Es müsste denn das Zeugnis von solcher Art sein, dass seine Falschheit wunderbarer wäre als die Tatsache, die es festzustellen trachtet. Berichtet mir jemand, er habe einen Toten wieder aufleben sehen, so überdenke ich gleich bei mir, ob es wahrscheinlicher ist, dass der Erzähler trügt oder betrogen ist oder dass das mitgeteilte Ereignis sich wirklich zugetragen hat. Ich wäge das eine Wunder gegen das andere ab und je nach der Überlegenheit, die ich entdecke, fälle ich meine Entscheidung und verwerfe stets das größere Wunder. Wäre die Falschheit seines Zeugnisses wunderbarer als das von ihm berichtete Ereignis, dann, aber auch erst dann, kann er Anspruch auf meinen Glauben oder meine Überzeugung erheben. Ich möchte behaupten, dass tatsächlich die Behauptung, das Zeugnis der Apostel sei falsch,
tatsächlich wunderbarer wäre als das berichtete Ereignis. Denn was sollte die Apostel dazu bewegt haben, hinauszugehen? Sherlock Holmes sagt immer, wenn du das Unmögliche ausgeschlossen hast, dann muss das, was übrig bleibt, die Wahrheit sein, wie unwahrscheinlich sie auch ist. Aber wie gesagt, wenn es einen aktiv handelnden Gott gibt, dann ist sein Eingreifen nicht auszuschließen. Dann gibt es keine Sicherheit gegen Wunder. Noch einen abschließenden Gedanken zum Thema Wunder. Biblische Wunder sind anders. Biblische Wunder sind nicht einfach willkürlich. Sie sind nicht an magische Formeln gebunden oder Beschwörungsrituale, sondern sie geschehen aus der souveränen Handlung Gottes heraus. Sie werden fast immer auch mit dem Begriff Zeichen umschrieben im Neuen Testament und auch im Alten Testament auf Hebräisch dann. Also es geschehen Wunder und Zeichen, immer in dieser Doppelung. Ganz selten taucht nur das eine Wort auf. Und als Zeichen haben sie natürlich immer auch eine Botschaft. Das heißt, sie müssen in einen größeren Kontext von Gottes Botschaft hineinpassen. Das Naturwunder der Versorgung zum Beispiel und der Bewahrung, also das Wasser aus dem Felsen für Mose oder die Brotvermehrung oder die Sturmstillung, sollen einfach zeigen, dass Gott der ist, bei dem wir letztendlich unsere sichere Heimat haben. Es ist ein Verweis auf diese neue Schöpfung, in der es eben kein Tod und kein Geschrei mehr geben wird. Genauso auch die Heilung von Kranken, von Blinden und von Besessenen. Sie sind Zeichen dafür, dass Jesus gekommen ist, der die Macht hat, nicht nur die Sünde zu vergeben, also die Trennung von Gott, sondern auch das Kaputtgehen dieser Welt. Und die Totenauferweckung natürlich am allermeisten, denn die meisten von uns sind im Laufe der Geschichte schon gestorben oder werden gestorben sein, bis dieses neue Reich Gottes heranbrechen wird, auf das letztendlich dann alles hinzieht. Es beginnt zwar schon im Jetzt, aber die Vollendung kommt erst in der Zukunft. Und wenn dieser Gott eine solche Welt schaffen kann und unsere schon geschaffen hat, dann sollte das ein kleines für ihn sein, solche Wunder auch schon in der jetzigen Schöpfung zum Vorschein kommen zu lassen. Und so zum Abschluss dieses wunderschöne Zitat aus Offenbarung Kapitel 21, Vers 4, auf das meiner Meinung nach alle Wunder Jesu Christi hinzeigen. Und er, Gott, wird alle Tränen abwischen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein und kein Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Also das Erste, das Vorläufige, unsere jetzige Welt. Ich hoffe, damit deutlich gemacht zu haben, dass ich als Physiker durchaus an die Realität von wirklichen übernatürlichen Eingriffen oder auch Wunder und Zeichen genannt glaube, dass es dazu aber auch theologische Einsicht bedarf und ein tieferes Verständnis auch von Wissenschaftsphilosophie und die richtigen Denkvoraussetzungen. Und das muss dann jeder für sich selbst entscheiden. Auf dieser Folie nochmal eine ganze Reihe von Büchern, in denen auch die Wunderfrage thematisiert wird. Und wenn der Vortrag gefallen hat, gerne wieder den nächsten anschauen und den Kanal natürlich abonnieren. Vielen Dank.